Helden, wann haben Sie denn diese Neigung in sich entdeckt? Wrestler, welche? Politik oder Wrestler sein zu wollen? Als Kind schon eigentlich. Ich war ein riesen Fan der ganzen Geschichte von kleinen Kindesbeinen an und habe das über die Jahre verfolgt. Ich bin mit 18, glaube ich, oder 19 war das erste Mal über den großen Teich geflogen, habe mir WrestleMania live Schüler, ne? in Kanada angeguckt, als Schüler, genau. Und ja, als ich dann in Hamburg studierte, saß ich zufälligerweise in der U-Bahn vor einem Plakat. Eher so, war schon abends, glaube ich, war eher müde und dachte, was ist das denn, EWP oder irgendwas stand da drauf. European Wrestling Promotion präsentiert, dann und dann in Hamburg. Ich hatte aber keine Zeit am Tag, habe mir die Internetadresse aufgeschrieben, den Veranstalter hinterher angerufen, ja, und der hat dann erzählt, ja, wir machen ab und an mal was in Hamburg, aber wenn du dich interessierst, guck doch mal, der Carsten Kretschmer, guter Freund heute von mir, mein Catch-Lehrer, macht gerade eine Wrestling-Schule in Hamburg auf. Und ich habe für 75 Euro ein Wochenende, zweimal drei Stunden, mich von einer Dame verkloppen lassen, sozusagen, die das schon ein bisschen konnte. Aber da habe ich gehört, dass Sie da praktisch das ganze Wochenende gekotzt haben. Ja, es war ganz furchtbar. Ich habe einen ganz schlechten Gleichgewichtssinn eigentlich. Also ich kann schlecht auch, ich sag mal, in die Achterbahn gehen und derlei Dinge machen. Das ist immer sehr müßig. Es sei denn, ich würde jetzt einmal zwei Wochen jeden Tag im Ring meine Rollen machen und so weiter. Dann geht das, dann gleicht sich das irgendwann aus. Und das war schon sehr mühselig. Also der zweite Tag war so, ich musste mich morgens in die heiße Wanne legen, habe mich dann nachmittags irgendwie dahingestellt, weil ich gedacht habe, das wäre schade ums Geld, das jetzt nicht durchzuziehen. Und Carsten hat dann hinterher zu mir gesagt, so, drei Wochen später, da hatte ich dann einen Mitgliedsvertrag bei ihm unterschrieben. Ich hätte nie gedacht, dass du wiederkommst. Aber der Biss war da. Und Sie müssen es, glaube ich, den paar Zuschauern, die das noch nicht so im Detail kennen, erklären. Ich glaube, Ihrer Miene war zu entnehmen, Sie sind der Böse im Ring. Ja. Es gibt beim Wrestling offenbar Böse und Gute. Richtig. Die Bösen heißen Heels und die Guten heißen Babyface. Richtig. Warum wollten Sie der Böse sein? Man hat in dieser Rolle ein bisschen mehr Kontrolle über den Kampf. Man ist derjenige, der sozusagen mit dem Publikum ein bisschen mehr arbeitet. Da ist ein gewisses Spiel dran, sag ich mal, so in dieser Schauspielerei. Und ich hatte einfach eine sehr helle, weiße Haut, und? Die sich wunderbar eignete, sag ich mal, für dieses Gimmick, also diese Idee, einen Adeligen zu porträtieren, der ja irgendwie so ein bisschen abgehoben und was anderes sein soll. Während die Babyfaces, also die Guten, die Publikumslieblinge, ja eher die sind, wo das Publikum auch eine Affinität zu entwickeln soll. Und das sind natürlich die braun gebrannten Sunny Boys und so weiter im besten Sinne. Und das war schwierig. Und von daher passte das einigermaßen gut zusammen. Aber ist das nicht alles, also... Ja. Ist das nicht alles Fake? So oder so? Also Sie springen doch nicht ernsthaft mit Ihrem kompletten Gewicht. Ja, was denn anders? Also wir können... man hat das ja im Einspieler, glaube ich, ganz gut gesehen. Natürlich ist das choreografiert, ein Schauspiel, Theatralik ein Stück weit. Aber es ist schon knallharter Kontaktsport. Also ich kann jedem nur empfehlen, der darüber lacht und sagt, ist ja alles nur Klamauk und so weiter, was ihr da macht, mal ein Wrestling-Training, zwei Stunden mitzumachen. Ich habe da Leute gesehen, die kamen an, also wirklich... Schränke von Kerlen und so weiter, die gesagt haben, das ist genau das Richtige für mich, ich zeige euch das mal. Die sind danach zwei Stunden raus und haben gesagt, nie wieder. Aber ich kann die Frage von Dunja schon ganz gut verstehen, weil es wird ja vorher festgelegt, wer sozusagen der Gute und der Böse ist und wer gewinnt und wer nicht und was man in etwa macht. Ja, das ist nämlich die Frage. Ist dann, wenn Sie den Bösewicht eh mimen, gibt es dann so einen Moment, wo Sie mal denken, das haben wir jetzt nicht abgesprochen, jetzt lasse ich hier mal den Fiesen raus und gehen mal richtig einmal... Also, es gibt, der Engländer würde sagen, sogenannte Hooks. Also, man muss das ein bisschen erklären. Das Wrestling ist ja entstanden aus der... Früher hieß das Catching, ja, genau, Catching, sagt man auch in Deutschland. Aus dieser Karnevalstradition in England und dann später Amerika, dass man auf den großen Carney-Märkten, so hießen die, eben diese Schaukämpfe gemacht hat. So, und die Leute, die es gemacht haben, waren ursprünglich Ringer. Es gab viele amerikanische Präsidenten in der Vergangenheit, das wissen die wenigsten, die haben dieses Ringen gemacht. Collar and Elbow, also es ist dieser berühmte Lock-up eben. Und daraus ist das im Grunde entstanden. Und dann in den, sagen wir mal, 1920er Jahren, schätzt man in etwa, hat man dieses Ballyhoo entwickelt. Also diese Idee, wenn wir die Kämpfe vorher choreografieren und absprechen, können wir mehr Zuschauer in einer Halle bekommen, können mehr Tickets verkaufen, wir können diese Rückkampfgeschichten machen und wir können da eine Geschichte drumherum aufbauen. Und so ist es eigentlich entstanden. Nichtsdestotrotz ist das, was dahinter steht, echtes Ringen und echter Sport, den man auch beherrschen können muss. Also so die ersten Kämpfe, die ich gegen Profis gemacht habe, da muss man wirklich das Amateurringen beherrschen und man muss auch ein paar sogenannte Hooks, das sind die fiesen Griffe, können, um sich wirklich verteidigen zu können, weil die wollen einem natürlich gerne so als alter Hase zeigen, wo es lang geht. Und das ist nicht so ganz einfach und nicht von Pappe. Helgen, wir haben für Sie eine kleine Überraschung vorbereitet, das hab ich wo gefühlt. Sie so wahnsinnig toll das erzählen.
Ich bitte unsere Überraschung in den Raum. Mal sehen, ob sie sich kennen. Ich dachte schon, halt einer von uns. Oh Gott. Das ist nur das Wrestling. Wir sehen dich beim Kinderturnen, ja? Ich bin der beste Wrestler Europas. Wer zum Teufel glaubst du, wer du bist? Ich mein, selbst Mario Adolf findet, dass du ein Witz bist. Bist du? Was denn? Hast du jetzt mit die große Klappe? Schon, wie geht's dir? Ja, perfekt. Und dir? Gut. Ja, nee, lass mal. Sollen wir es gleich hier austragen? Na, ich glaube eher nicht. Du bist heute besser drauf, oder? Hä? Das ist ein Vieh. Siehst du? Er denkt ja, er wäre der große Macker. Aber wenn es ums Große geht, wohnt doch nur so das klein. Das ist eine Herausforderung. Warum ist das eine Herausforderung? Erklären Sie, das ist ein berühmter Wrestler hier aus Bremen. Ja, das stimmt. John Klinger. Zugezogen. Wo kommst du ursprünglich her? Bitburg, glaube ich. Richtig, richtig. Ist das, spricht das gegen ihn? Nein, gar nicht. Was will der Obergatschi jetzt hier? Oh Gott. Willst du das mit mir austragen hier? Die wollen ja ihn. Ich muss gestehen, mir tut der Rücken sehr weh, aber sonst ist glaube ich alles noch dran. Respekt, die Haltung war 1A. Also die Haltung war gut, aber es zieht hier wie. Und zwar auf den Hund, auf den Hund. Heel. Ja, Heel meistens. Ja, das wollte ich gerade fragen. War das jetzt der Gute oder der Böse? Na, braun war er, dann müsste eigentlich Babyface sein, oder? Der Bart sieht gefährlich aus, würde ich sagen. Also eher Heel, wobei, wenn er in Bremen kämpft, John, Lokalmatador, halbe-halbe, ne? Weiß man manchmal nicht. Aber ich würde schon sagen, von Bösewicht so mit Handschlag begrüßen, da bin ich jetzt schon ein bisschen enttäuscht. Ja. Ich dachte, du springst da irgendwie gleich jetzt. Ja, im Moment gebe ich ja so ein bisschen den seriösen Politiker, so, deswegen wollen wir auch ein bisschen aufpassen. Aber ich meine, wann gehen Sie denn Ihrer Neigung nach? Im Moment wenig, weil ich da ganz wenig Zeit zu habe. Ich bemühe mich, möglichst oft ins Fitnessstudio zu kommen, ein bisschen den Wahlkampfspeck, den ich letztes Jahr aufgebaut habe, wieder runterzukriegen. Und wollte eigentlich gucken, dass ich im Sommer so ein bisschen ein paar Wochen die Sommerpause nutze, um mal wieder trainieren zu können. Okay, also was wir noch nicht erklärt haben, ist, dass der Bösewicht, also der Heel, kriegt vom Publikum ordentlich was ab während der Veranstaltung. Die werden beworfen, manchmal bespuckt, beschimpft. Und Sie sagen, das macht ihnen große Freude. Ja. Wie kommt das? Das ist spannend. Also man kann einfach mal das Gegenteil sein von dem, was man sonst ist. Also ich bin sonst ein sehr altruistischer Mensch, Sozialdemokrat, versuche mich den ganzen Tag eigentlich, jetzt auch als Politiker, für andere Leute einzusetzen, denen zu helfen, immer zu gucken, was kann ich machen für die Leute. Ich habe das schon in der Stadtpolitik gerne gemacht und jetzt eben im Bundestag. Und manchmal tut man dann zu wenig für sich selber. Und beim Wrestling ist das so, da, wenn man der Heel ist, ist das das genaue Gegenteil. Man kann wirklich so das Schwein rauslassen. Und man kriegt einfach eine ganz tolle Bestätigung dadurch, wenn die Leute alle buhen, also ich hebe dann so die Arme in der Nummer und die könnten alle kotzen im Grunde, die schmeißen mit dem Papierkügelchen in den Ring und die Action ist garantiert. Aber darf ich was fragen? Natürlich. Was sagen denn Ihre Politikerkollegen oder in Ihrem Wahlkreis nichts oder so? Also das ist natürlich ganz interessant. Also die meisten sind da so sehr tolerant und sagen, ja, das ist ja spannend. Du machst das wie, ich habe keine Ahnung und so weiter. Lassen sich dann ja, auch ein bisschen aufgehen. Genau. Andere haben Golf als Hobby. Meine Schwester zum Beispiel, völlig bescheuert und langweilig, wie ich finde. Und die, nicht die Schwester, das Golfen. Nee, das Golfen. Also dem kann ich absolut nichts abgewinnen. Und so ist das eben Hobby wie jedes andere auch. Und das war natürlich ganz witzig, so mit dem Medienrummel, der dann dazu kam. Ja, Wrestler im Bundestag und so weiter. Es sind natürlich viele Fragen gewesen, aber so die Andrea Nahles war das, wenn ich das, ja, jetzt habe ich es erinnert, jetzt. Die sagte so irgendwie in der ersten Woche, ja, ist ja toll, genial, kann ich nicht mal mit meiner Gruppe von Jusos aus Rheinland-Pfalz irgendeine Show besuchen, weil die fahren da alle total drauf ab. Also aber Herr Eggen, was wirklich interessant ist, Sie sind in die SPD eingetreten, nicht aus der SPD ausgetreten, wegen Hartz IV. Ja, wegen der Agenda 2010. Also glaube ich, selten. Und, ja. Und neulich waren Sie bei einer Veranstaltung, ja. Da ging es um das bedingungslose Grundeinkommen.
Grundeinkommen für alle. Eine furchtbare Veranstaltung. Und in Husum. Und Sie haben die Gegenposition erlebt. Ja. War das härter dort oder war das, ist es härter, wenn man Heel ist und alle gegen sich hat, ja, das, wenn man das, Babyface das reinkommt? Das war natürlich härter, weil ich natürlich trotz, ich sag mal, relativ eintönigen Publikum bei 50, 60 Leuten versuchen muss, zumindest einige davon zu überzeugen, dass meine Meinung stimmen könnte. Als Heel im Wrestlingring erwarte ich ja die Reaktion, dass sie mich nicht mögen und das nicht nachvollziehen können, was ich mache. Das ist schon schwieriger gewesen. Aber das eine ist ja auch Realität und das andere ist Fake. Also wenn wir über Politik reden und über Hartz IV und Grundeinkommen, dann hat das ja eine andere Dimension, als wenn sie in den Ring steigen. Ja, Wrestling ist Unterhaltung für die Leute. Die Zuschauer gehen da hin, weil die sich nach einer langen Arbeitswoche mal eine gute Show angucken wollen. So Jungs wie den John Klinger und solche Leute, die einfach da sind, trainieren, jede Woche ins Studio gehen, so dann aussehen normalerweise in der Regel und wirklich Gas geben im Ring. Und die Leute fühlen sich einfach gut unterhalten davon. Aber deswegen hat das, kann man nicht sagen, das ist alles Fake, sondern da steht eine sehr reale sportliche Leistung dahinter. Genau wie beim American Football oder Fußball, anderen Sportarten auch. Und ich finde immer diese Betrachtungsweise, dass man sagt, das ist ja alles nur Fake. Und ne, das ist eine sehr abwertende Haltung, wie ich finde, die man hinterfragen muss. Und wie gesagt, ich biete nur einmal an, zwei Stunden mal Training mit. Herr Ilgen, hast eine Frage, sagt er. Die Frage finde ich total blöd. Wir stellen sie trotzdem. Und zwar, was hilft einem das Wrestling in der Politik? Die Frage finde ich da super doof. Ja. Aber ich überhöhe die jetzt und sage, Helmut Schmidt hat mal gesagt, Politik ist eine Art Kampfsport. Richtig. Er hat aber auch noch ein anderes Zitat gebracht, und das war, Politiker sind Startschauspieler. Und so ähnlich ist das ja beim Wrestling auch, was man porträtiert, eine Rolle, die der Zuschauer auch sehen will. So ähnlich machen wir das ja auch manchmal in der Politik. Wir haben eine Meinung, eine Haltung zu etwas und müssen die rüberbringen, sage ich mal, ans Publikum und auch vertreten können. Das ist manchmal ähnlich. Und was einfach wichtig ist, spannend aus dieser Rolle des Heels, man ist diesen Gegenwind gewöhnt. Also, dass die Leute einen nicht mögen. Und das ist so ähnlich in der Politik manchmal auch, insbesondere für die ganzen Leute, die das ehrenamtlich machen. Ich meine, das vergisst man in Deutschland sehr oft, dass nicht die 631 Bundestagsabgeordneten wirklich Politik machen, sondern die Leute, die da alle hinterstehen, die in den Parteien Mitglied sind, die in die Gemeinderäte, in die Stadträte gehen und so weiter. Und die werden samstags morgens auf dem Wochenmarkt, ich sag mal, angemacht von vielen Bürgerinnen und Bürgern für Dinge, wo sie gar nichts für können. Und das ist natürlich etwas, damit muss man umgehen können, wenn man diesen Job eine Zeit lang machen will. Und ich glaube, das hilft vom Wrestling her, wenn man da ein bisschen abgehärtet ist. Herr Ilgen, Sie sind der außergewöhnlichste Politiker, den ich je interviewen durfte. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen und auch bei John Klinger, der mir den Rücken massakriert hat. Vielen Dank. Ja.